Servus Leute und willkommen zurück mit diesem wunderschönen Bild hier von der untergehenden Sonne hier bei Die Forstwirtschaft 2017. Und ja, wie gesagt, werden wir jetzt einmal leere zurückfahren und werden einmal schauen, was die Arbeiter produziert haben, beziehungsweise ob das direkt eingelagert wird, wie das so läuft. Ich werde einfach mich auch heute Nacht mal schlafen legen, sozusagen wieder mal. Und ja, hier habe ich einen ganz schönen Kahlschlag schon gemacht. Also zumindest in einer Mal. Weil, wenn wir, ja, halt den Auftrag, hey, wieso ist jetzt kein Eingang mehr? Scheiße. Da muss ich mich wirklich kümmern, dass ich gleich am Anfang immer hinfahre. Ich glaube, die bleiben nämlich nur eine bestimmte Zeit. Ah, da wäre, okay, da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht verpeilen. Und wirklich schauen, dass wir hinfahren zu den Aufträgen sofort. Nur wo wir es dann abladen, bin ich noch immer nicht ganz sicher. Ich sehe auch hier nicht wirklich, sondern noch, halt sozusagen irgendwo ein... Wir fahren kurz mal eine Runde. Ich will gerade kurz durch die Stadt durchfahren, ob es da noch einen zusätzlichen Punkt gibt. Was ich zwar nicht vermute, dass da irgendwo eine weiße Schrift ist. Na, da ist nichts. Da ist auch nichts. Dass so eine Exportfirma oder so irgendwas ist, wo nachher steht, ja, bringen sie halt sozusagen, keine Ahnung, Aufträge oder so irgendwas und dort muss das hinbringen. Nein. Weil alles ist mit so weißen Schriften beschriftet, aber das nicht. Shit. Keine Ahnung, wo wir da genau hin müssen, aber das werden wir sich einfach beim nächsten Auftrag dann herausfinden schon. So, ich hätte jetzt vorgehabt, ich wollte nachschauen, hier beim Lager, ob das Zeug gleich eingelagert wird von den Typen. Geil, ja. Das ist ja geil. Weil wir kriegen da pro Tonne gleich die Kohle. Halt, wenn ich da jetzt verkaufe 20 Tonnen Eiche, halt 17 Tonnen Eiche, bekomme ich schon alleine, sagen wir so mit 20 gerechnet, sind das no, 160, 1600. So Pi mal Daumen. Die Kiefer bringt einfach auch 600 schon. Das ist wirklich viel Kohle, was die produzieren. Deswegen hätte ich gleich vorgehabt, gar nicht lange herumtun, noch bevor der Tag vorbei ist, die restlichen Arbeiter einstellen. Kann ich da gleich alle einstellen? Das wäre geil. Auch wenn die Personalkosten dadurch extrem hoch sind. Ich würde 15-15 machen einfach. Dann ist Hälfte Hälfte. Ich glaube, das ist ganz angenehm. Personalkosten pro Tag 1700, die muss ich zwar verdienen erst einmal, aber ich glaube, das geht. Ich glaube, das funktioniert. So, dann wollen wir noch kurz schauen, was die nächsten Fahrzeuge kosten, die wir haben wollen. Nämlich, es ist schwierig, 65.000 ist schon viel. 12.000, ich weiß nicht, ob ich mir den Jeep einmal kaufen soll. Ich wüsste aber sonst auch nicht großartig, was ich... Den Greifer braucht man nachher für den, glaube ich, zum Aufladen, halt für den LKW. Und mit 413.000 ist sowieso der Harvester noch ein bisschen weit entfernt. So, ich würde sagen, wir fahren einmal schlafen und werden am nächsten Tag dann einmal schauen, wie viel die produziert haben. Beziehungsweise, ob das jetzt schon dazu... Das sehe ich ja sowieso, wenn ich schlafe. Ob das schon etwas gebracht hat, wenn man da 15 Leute anstellt, was natürlich extrem viel ist. Ah, das wird lustig. Das wird wirklich geil, wenn das funktioniert jetzt so. Weil dann verdienen wir en masse. Weil wir haben 1600 Ausgaben und ein Arbeiter hat ja schon, keine Ahnung, so viel einbracht. Und jetzt haben wir 15 Arbeiter. So. Ah, ich kann jetzt ab 19 Uhr schlafen, stimmt. So, was ist denn jetzt noch auf der Karte? Auf der Karte ist im Süden nichts mehr. Kann ich da irgendwie? Nein, kann ich nicht. Produktion, Makler, Motel, na, Harvester, LKW, Fahrzeug, Traktor, Rückgepferd. Ja, das ist eigentlich alles schon. Na, ich bin gespannt wirklich, wie das mit der Produktion nachher läuft. Halt, wir werden schauen, dass wir aufs nächste Level aufsteigen. Das werden wir machen, dass ich dort einfach die Bäume fälle mal und dann aufladen und gleich zum Verkaufen fahre, weil meine Arbeiter jetzt sowieso das Lager voll haben bis zum Gehtnimmer. So, komm bitte, ich will schlafen. So. Einnahme 0, 12, bist du deppert. Ja, so soll's sein.
2000 Euro. Okay. Das Personal kostet um vieles mehr jetzt. Wieso so viel? Ich hätte glaubt, der Preis dort unten sind die Personalkosten. Was haben die aufgeführt? Jetzt muss ich sofort hinschauen. Ich will zumindest wieder ins Plus kommen, nicht, dass wir da wieder irgendwelche Probleme kriegen. Natürlich haben sie jetzt viel erwirtschaftet auch, das stimmt schon, aber das ist, kann ja nicht alles sein. Die 9000 glaube ich nicht, dass ich verdiene. Halt. Sie müssten mehr als 9000 verdienen, dass sich das auszahlt. So, nochmal dahergehen. Da, Personalkosten 1000 pro Person wahrscheinlich, oder? Na, dann wären es ja 30.000. Ich verstehe nicht die Personalkosten, wie sie die zusammensetzen. So, keine Ahnung, lassen wir es einmal. Vielleicht geht das über die Zeit oder so irgendwas. Schauen wir mal, wie es sich ergibt jetzt einfach. So, wir werden einfach, dass wir ins Positive wieder kommen, einmal alles verkaufen. Wir sind um 3000 reicher pro Tag. Na, es war ja schon was drinnen. Ich bin gespannt, ob es sich ausgeht. Wir können das ganz einfach überprüfen, nachher, wenn am nächsten Tag sozusagen vorbei ist und wir dann weniger Kohle haben, 6500 sozusagen, als was wir Ausgaben haben. Halt, wenn ich jetzt nichts verkaufe und das ist der nächste Tag und alles wieder verkaufe, dann müssen die, muss dort oben mehr als 6500 stehen. Und das bezweifle ich fast ein bisschen. Ich hätte jetzt gesagt, ich mache auf der Wiese die restlichen Bäume weg. Halt sozusagen wegfahren. Die werden wir aber gleich, weiß nicht, die werden wir gleich verkaufen. Und dann werden wir dort drüben nachher auf der Wiese auch weitermachen, wo wir sozusagen vorher stehen geblieben sind mit Zerschneiden. So. Nett bewegt dich schon wieder rüber. Versteh es nicht, lieber Anhänger, manchmal, wieso du dich so rüber bewegst und mich nerven willst. So, am nächsten Stamm gleich. Oh, das schaut so aus, wie wenn die Spitze noch nicht abgeschnitten wäre. Zack. Ich verstehe den Stamm, ich verstehe den Anhänger nicht. Halt, ich muss ehrlich sagen, das sind so kleine Fehler, die so viel nachher beim Spiel einfach nerven, wenn sowas ins Glitschen anfängt. Weil das Problem ist, ich komme ja nachher jetzt sinnvoll nur mehr weg, indem ich ihn überschieb, über die Deichsel wegschieb. Weil er einfach sagt, ja, zack, geht nicht sonst. Okay, das, was ich vermutet gehabt habe, dass ich, wenn ich nicht stehe und dann ausfahre, ist es auch nicht. Halt, ist einfach am Boden das Glitschen. Naja, wurscht, nicht so schlimm. Müssen wir damit leben einfach. Ich glaube, wenn der Boden einfach uneben ist, vertragt sich das nicht so ganz. So, wir haben da gleich den nächsten. Ich glaube, zwei Bäume sind noch und ein paar Einzelteile. So. So, perfekt. Mir hat zwar am Anfang des Spiels, muss ich ehrlich sagen, wo die Musik, halt, wo ich noch die Musik laufen gehabt habe, was ja, bei mir zwar zu keinen Problemen geführt hat, aber bei manchen anderen YouTubern, beziehungsweise eine ganz bekannte Musik ist angeblich, habe ich sie jetzt auch ausgeschalten. Da war es noch ein bisschen und sozusagen einfach auflockernder und man ist das, halt gerade wenn man ein bisschen stiller gewesen ist in den Zeiten. Ist man dann ja ein bisschen durch die Musik unterhalten worden. Ich könnte jetzt natürlich irgendwelche gamerfreie Musik aufdrehen, aber ich bin da sowieso nicht der Fan davon, weil man müsste ich müsste mir da mal wirklich eine wirklich geile Playlist aus halt raussuchen, keine Ahnung. Was mir gefällt das ganz gut, was Gronkh zurzeit einfach macht oder auch ich weiß nicht, ob er das früher auch gemacht hat, dass er von Spieletiteln halt von The Witcher, von GTA, halt von GTA nicht, aber von, keine Ahnung, von irgendwelchen epischen, halt Skyrim oder sonst irgendwas, dort die Musik einfach rausnimmt. Halt die Soundtracks, gibt es ja eh zum Downloaden meistens, beziehungsweise zum Kaufen. Und diese nachher wieder in die
seine Let's Plays einbaut. Und das finde ich eigentlich so eine ziemlich geile Idee, weil das Content zwar ist, den eigentlich auch geschützt ist von den Firmen, aber da wir ja sozusagen, da ich in einem Netzwerk bin und so weiter und im Endeffekt mit den Spiele-Publishern so Abkommen da sind, so ungefähr, dass wir die Sounds, was sie entwickelt haben, beziehungsweise was sozusagen lizenziert sind in den Spielen, verwenden dürfen, ist das eigentlich eine ziemlich gute Idee von ihm. Ich muss ehrlich sagen, die gefällt mir. So. Wir werden aber jetzt gleich nur mit die. Nein, wir werden nicht alles aufladen können. Na komm, jetzt hat mal wieder zwei. So, lass man das. Boah, habe ich da jetzt gerade daneben dann? Da war die Perspektive komplett verkehrt. So, nächsten. Bin jetzt gerade überlegen, wie ich das mache, ob ich noch einen auflade oder jetzt mal verkaufen fahre. Beziehungsweise ich könnte schlafen fahren. Jetzt komme ich da nicht. Komm, na. Ich weiß nicht, ob ich nämlich den aufladen kann. Da vorne. Beziehungsweise bin ich da immer so ein bisschen wegen ja, Kollision und mich, dass mich dann in die Luft hat wieder. So. Da liegt einer. Ich glaube, da vorne liegt auch noch irgendwo ein Einzel. Boah. Ja, schön. Vorwärts geht schon wieder nicht mehr. Ich glaube, wir werden einfach die ganzen Wege rückwärts schieben, weil da hat er überhaupt kein Problem meistens. Aber beim Vorwärtsfahren, da schmuckt er manchmal ganz schön herum. So, ich hätte jetzt gesagt, ich nehme den da gleich noch auf. Derweil ist sie noch halbwegs hell. Na, sag jetzt nicht. Nein. Nein. Komm. Den einen will er natürlich gerade nicht. Das ist auch sowas, was ich manchmal nicht ganz verstehe, wieso er dann manche nicht nimmt und manche schon nimmt. Okay, jetzt habe ich hier einen Maßen gehabt, weil der ist voll in die Bodenkollision schon hineingegangen. So, da hätten wir hinten noch einen liegen, aber ich hätte noch gerne da zumindest einen oder die zwei. Es wären drei Stück sogar zum Aufladen. So, runter. Okay, der bewegt sich schon extrem rüber und da werden wir jetzt gleich Probleme haben, dass wir den nicht mehr erreichen werden, die restlichen. Schauen wir, dass wir zumindest einen noch erreichen. Bei den anderen, die wäre sowieso knapp worden. So. Was ich auch noch in dem Bad auf jeden Fall machen werde, ist noch einmal dazu den nachher zum Lager hinfahren, ob sich das ausgeben mit 15 Leuten in der Produktion. Dass ich genug Geld verdiene. Oder ich gebe halt dann weniger Leute ins Aufforsten hinein. Ja, vielleicht brauche ich eh auch weniger, halt. Weil ich will schon ein Plus machen mit den Leuten. So, perfekt. Das lassen wir mal so. Dann fahren wir schlafen kurz. Und fahren dann noch zur Produktionsstätte, halt ins Lagerhaus zum Verkaufen. 6500 sind es, die müssen wir sich merken. Beziehungsweise, nein. Ja, müssen wir sich merken. 6557. So, Licht ein bisschen aufdrehen. Ein bisschen mehr sehen. Bin ja schon überlegen, ob ich ihm jetzt. Ja, ich werde ihn jetzt gleich umdrehen, noch in den Traktor. Nicht, dass ich wieder das Problem nachher habe, dass ich nicht von der Stelle wegkomme. Und dann noch gleich eine Kurve auch drehen soll. Ja, genau. Schleif ihn rüber. Zack. Voll eingeschlagen. Geht schon. Gib Gas. Hundiana. Zack. Raus mit uns. Einmal schlafen, bitte. So. Okay. So, 6500 müsste ich verdienen. Jetzt sind wir halt.
Ich sage jetzt nichts. Okay, die Personalkosten sind wirklich pro Person, pro Stunde. Ob sie das verdienen, bezweifle ich fast. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel sie produziert haben. Ich weiß gar nicht, habe ich da den Punkt vergeben? Nein, den haben wir auch noch nicht vergeben. Den werden wir aber in den Verkäufer hineinhauen, dass wir mehr Geld machen. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie sich das ausgeht. Ich glaube es ja nämlich nicht. So, jetzt werden wir gleich wieder langsam sein. Nein, es ist sogar schön ausgegangen. Habe ich schön die Kurve genommen. So, Eingang haben wir auch keinen. Dann passt das auch. So, und jetzt bin ich gespannt, was wir an Kohle machen. Wir müssten jetzt so um die 60.000 machen. Ich bezweifle es fast. So, wir haben natürlich. Boah, okay. Okay. Wir. Scheiße. Wir haben gerade mal 25 gemacht und wir hätten machen müssen um die 60, halt, wir haben nicht einmal die Hälfte gemacht. Wir werden in die Fällung einfach mehr Leute reinhauen, weil feuern kann ich keine, weil das kann ich mir gerade nicht leisten. Ich bin gespannt, wie ich dann noch das erwirtschaften soll. Ich werde einen nur in die. Boah. Ja, probieren wir es so mal. Keine Ahnung. Probieren wir es so, ob das geht. Keine. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir noch ins Plus kommen werden. Ich sehe das jetzt gerade ein bisschen schwarz. 31.781. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir dann versuchen werden, hier irgendwie aus der Misere wieder rauszukommen. Ob es funktioniert oder nicht, das werden wir erst demnächst sehen. Bis dann, tschüss.